Ja, was ist denn das, was gerade auf der Sonne geschieht? Es gibt besondere Sonnenwirbel, die es vorher noch nicht gab, die vorher noch niemand gesehen hatte. Und die Wissenschaftler wissen auch nicht genau, was sie jetzt damit anfangen sollen, was sie davon halten sollen. Aber ich habe bestimmte spirituelle Erklärungen, die ich euch jetzt heute gerne überbringen möchte. Also bleibt dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht es um diese mysteriösen Sonnenwirbel. Ihr seht hier die normale Sonnenoberfläche, normalen Anführungsstrichen, so wie wir sie eigentlich kennen. Aber jetzt ist etwas dazugekommen, was also tatsächlich die Wissenschaftler ja zum Nachdenken bringt, zum Grübeln bringt. Was könnte denn das jetzt bedeuten? Denn diese Sonnenwirbel, die gab es bisher noch nicht. Das ist etwas ganz Neues. Und ich habe eine Botschaft da dazu bekommen, die werde ich euch nachher natürlich gerne überbringen. Doch jetzt möchte ich euch auch noch mal ein bisschen näher erklären, worum das geht. Und ich habe da eine Grafik vorbereitet, die ich euch jetzt gleich mal zeige, ihr Lieben. So, und ich setze mich aber jetzt auch noch da dazu hin. Ihr seht also jetzt eine Grafik hier, die ich gemacht habe und darauf seht ihr diese Sonnenwirbel. Diese Wirbel, die sind in Äquatornähe und sie bewegen sich, die oberen in einer anderen Richtung als die unteren. Also sie bewegen sich entgegengesetzt und sie bewegen sich dreimal schneller als alle bisher bekannten Wellen auf der Sonne. Also, das heißt, die haben eine enorme Kraft, ja. Und man kennt bisher man kennt auch wirbelförmige Rossby-Wellen, heißt es. Die haben auch eine enorme Umweltströmung im tiefen Sonneninneren. Aber diese hier, die liegen ja jetzt außen drauf auf der Sonne und sie bewegen ganz viel Energie. Ja, und sie haben auch, normalerweise sind Sonnenwirbel oder Sonnenströme oder Sonnenstürme, ihr kennt viele dieser Dinge sowieso schon aus der Vergangenheit, aber dieses hier ist tatsächlich ganz neu. Und sie rasen tatsächlich über die Sonne drüber. Vom Sonneninneren kennen wir auch noch komplexe Wechselwirkungen des Plasmas, des Sonnenplasmas mit dem solaren Magnetfeld und daraus entstehen auch Wirbel, aber sie sind anders. Und dies hier, was man sieht, ist tatsächlich ein Band, was sich daraus ergibt, ein Band aus rotierenden Wirbeln. Und diese, man kann dazu sagen, stellare Vibrationen und Bewegungen des Plasmas auf der Sonnenoberfläche werden so sichtbar. Das ist also ein ganz neuer Typ von Plasmawellen, die wir hier erkennen. Und diese Wirbel rotierend abwechselnd und also im oder gegen den Uhrzeigersinn und liegen beiderseits vom Sonnenäquator. Und sie sind auch asymmetrisch. So hat man es beobachtet. Es gibt auch keinen Zusammenhang zu den anderen Hochfrequenzwellen, die man auf der Sonne findet. Und es gibt keine Hinweise überhaupt zu etwas, was wir kennen. Das heißt jetzt für uns, Achtung, aufgepasst. Das heißt, was kann das denn alles bedeuten? Und ich werde jetzt auch wieder mal umschalten, ihr Lieben. Kleine Sekunde, dass ihr mich wieder sehen könnt. Ja, was könnte denn das jetzt sein? Also ich so für mein, ich habe erst mal mit dem Verstand gefragt,
sind das diese Sonnenwirbel Portalöffner. Dann haben mir die Wesen gesagt, ja. Und wie kann ich das überhaupt verstehen? Habe ich dann noch gefragt. Und dann kam eine ganz lange Botschaft von den Sonnenwesen. Und ich habe das alles jetzt für euch vorbereitet. Und wir werden zusammen diese Botschaft hören, was es also bedeutet. Und die Wissenschaftler sind ja mit solchen Dingen überfordert. Ihr findet übrigens hier auch unter dem Video den Link zum Quellennachweis, wo ihr selber noch mal lesen könnt und die technischen Erklärungen euch richtig holen könnt, weil ich bin ja jetzt kein Spezialist für diese Dinge. Ich bin eher dann mit der geistigen Welt involviert und wenn sowas in unserem Universum geschieht, dann hat es ja eine große Bedeutung. Und ihr wisst ja, dass Marana immer wieder mal auch ins Universum guckt, die Sterne beobachtet und dann eben euch berichtet, was gerade geschieht. Und natürlich sind wir alle mit allem verbunden und das ist wichtig, dass man da auch hinschaut, ihr Lieben. Und jetzt ich werde mich freuen auf diese Botschaft, die wir jetzt gemeinsam anhören werden. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschenfamilie, geliebte, wundervolle Lichtarbeiter, Herzensmenschen, ich darf euch ganz herzlich zu dieser Meditation begrüßen. Und so bitte ich dich, das Licht von Smarana einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Spüre, wie Gottes Nähe in deinem Herzen fühlbar wird. Denn Smarana bringt die Nähe Gottes zu dir. Und so dehne dich aus und spüre, wie du ganz ruhig und ganz leicht wirst. Spüre, wie diese Energie dich anhebt und du Gottes Liebe um dich herum fühlen kannst. Und versuche, in dieser Energie zu bleiben, währenddessen ich eine Botschaft jetzt für dich channeln werde. So rufe ich die Sonnenwesen. Ich rufe die feurigen Sonnenwesen herbei und ich bitte um Energie. Ich bitte um Erklärungen für das Mysterium, was gerade auf der Sonne geschieht. Geliebte Menschen, die Sonnenwesen haben sich eingefunden. Die Sonnenwesen überbringen dir folgende Botschaft. Geliebte Menschen, auch wir sind an eurer Seite. Auch wir kümmern uns um euch, denn wir sind alle Bestandteil des gleichen Universums. Wir sind, so wie du, Wesen von Gottes Liebe erschaffen. Und wir kennen die Situation auf der Erde. Und wir haben dafür
diese neuartigen Sonnenwirbel entstehen lassen. Diese Sonnenwirbel, sie sind Dimensionsöffner für die fünfte Dimension. Und diese Sonnenwirbel, sie besitzen eine sehr große, reinigende, transformierende Kraft. Diese Kraft wird spürbar sein auf der Erde. Und wir möchten euch heute diese Kraft das erste Mal übertragen. Natürlich nur mit eurer Erlaubnis. Das bedeutet, dass wenn du jetzt mit deiner inneren Stimme Ja sagst, dass du dann von uns diese transformierende Kraft übertragen bekommst. Wir werden dein Ja hören und so spreche nun das Ja aus, wenn du dabei sein möchtest. Und in diesem Moment fließt reinigende, klärende Energie durch dein Energiefeld und nimmt alles weg, was an negativen Einflüssen hinderlich für dich ist. Erlaube dir, dass die Energien so tief wie möglich wirken. Und erlaube dir, dich zu entspannen und anheben zu lassen. Denn gleichzeitig hebt dich die Energie der Sonnenwirbel für die nächste Dimension an. Sie erhöhen deine Energie. Und vielleicht spürst du es bereits, wie die große Transformation geschieht und du angehoben wirst, wie sich deine Energie erhöht, dein Bewusstsein erweitert und du eine Leichtigkeit verspürst, die sonst nicht so fühlbar war. Genieße die Wellen der Sonne, der Sonnenwirbel. Denn wir senden auch diese Kraft, diese enorme Kraft der Sonnenwirbel auf die ganze Erde. Wir wissen, dass es nötig ist, viel zu transformieren. Und wir wissen, dass es nötig ist, euch zu unterstützen. Und so übertragen wir nun für eine Zeit diese Energie auf dich und auf die Erde. Genieße, genieße, genieße.
So ist nun die Übertragung vollzogen. Und du solltest dich besonders frei fühlen und gerade an den Stellen deines Körpers, wo du vorher verkrampft warst, diese Stellen haben eine neue Kraft bekommen und deine Aura, sie leuchtet. Es war uns eine sehr große Freude, heute für euch zu wirken und vor allen Dingen zu euch zu sprechen, denn dies tun wir sonst nicht. Und so bedanken wir uns für deine Liebe und für dein Licht. Ich denke, ihr seid jetzt auch wieder da, ihr Lieben. Also ich habe es enorm gespürt und ich fühle mich auch im Schulterbereich richtig frei. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Bemerkungen später schreibt, wie ihr euch gefühlt habt nach dieser Übertragung und ob ihr die Sonnenwirbel oder wie ihr sie gespürt habt. Ich finde, es ist so toll, wie viel Hilfe wir bekommen und diese große Reinigung auf der Erde, diese große Transformation, sie beginnt jetzt mit der heutigen Botschaft. Und das ist eine große Freude. Ich bedanke mich sehr bei euch und wünsche alles Liebe bis zum nächsten Video. Und wenn du mich gerne abonnieren möchtest, darfst du hier auf die Kugel klicken. Bis dann, tschüss!